Ja, ich sag dazu nichts, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. So, wir haben die letzte Quest abgeschlossen, was bedeutet gesucht in Flussheim. Dass wir uns jetzt den anderen Quests widmen können. Und ich würde sagen, Reiterik Bohrenschlag, mehrfache Räuber und Betrüger hat sich in einer Höhle nahe Flussheim versteckt. Wenn ich das Kopfgeld will, muss ich ihn niederstrecken. Ja, das hat so ein Kopfgeld an sich, ne? Ich würde sagen, das machen wir heute. Mein Ziel ist es übrigens. Das habe ich mir so vor der Aufnahme überlegt. Dass ich bis Folge 615. Das ist unser Ding. 12 Folgen Zeit. Dass ich bis dahin so gut ausgerüstet bin in Endral, dass ich quasi ubiquitär sicher bin. So. Das ist ein Wort, das ist ein Ziel. Damit wäre ich nach 35 Folgen gut ausgerüstet. Gut ausgerüstet, den Begriff lege ich Hoffentlich kommen die neuen ja weit ausgelegt aus. Aber schon so ein gewisses Minimum sollte drin sein. Flussheimer Arrestzentrum. Ich will jetzt nicht ins Gefängnis. Ich weiß jetzt nicht. Aber auf jeden Fall heißt es für mich, dass ich zum Beispiel solche Angriffe ohne großen Verlust von Lebens- oder magischer Energie überstehen muss. So. Lem, 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 Lemgo. Ich glaube, es ist hier, ne? Ich glaube, ich muss tatsächlich hier den Gang runter. Den See, den Fluss, nicht den See. So. Den Wasserfall oder wie ist das? Ne, das scheint nicht richtig zu sein. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so was im richtigen Skyrim. Es gibt eine Höhle, ich weiß jetzt echt nicht, wie sie heißt. Ja, ich habe eine Net-Framework-Meldung. Die mir leider das ganze Bild nimmt. Ja, ich weiß auch nicht, dass es irgendwie Skyrim ist zur Zeit. Eine kleine Bitch. Passiert. So, und genau, Drachenfuhr. Deswegen nochmal, um jetzt auf das Ziel zurückzukommen, was ich da gesagt hatte, werde ich Aufträge erfüllen bis zum geht nicht mehr. Ich werde wenig drumherum machen, das ist das, was einem so ein bisschen, ich sag mal, Mid- und Endgame hilft, aber nicht im Early Game. Und die Early Game Phase will ich spätestens 615 fertig haben. Da finde ich, stecke ich jetzt noch drüben mit Waffen, wo ich, das ist, für mich ist die charakterisiert dadurch, dass man Waffen nimmt, der einfach eine größere Stärke hat, ohne sich auf sein Spezialgebiet spezialisieren zu können, dass man alchemistische und magische Fähigkeiten quasi noch nicht vernünftig einsetzen kann. Und dass die Möglichkeit des One-Hits quasi ausgeschlossen ist. Das finde ich auch relativ wichtig. Oh, hallo, eine Ratte. Na, guck mal, das ist eine Ratte, das ist halt nichts. Doch bestimmt essen. Finde die Logos übrigens tatsächlich im anderen, also im richtigen, ja, quasi Skyrim doch deutlich besser. Was? Erhöht eure Tragfähigkeit dauerhaft? Wieso habe ich sowas noch nicht?
Grüner Apfel. Königsmet nicht. Lachsfleisch. Eigentlich müsste ich die Sachen doch alle braten. Am besten. Es geht vermutlich am besten auch in einem Lagerfeuer, was ich jetzt hier nicht habe. Verschütteter Keller. Wow, na das fängt ja super an. So. Das ist ja... Geil. Oh, es ist ziemlich dunkel hier drin. Auf der Aufnahme erkennst du fast gar nichts mehr. Bisschen Eisenerz, das geht immer, da kann man gut mit verkaufen. Oder wir können nur das Schmieden mit skillen. Es gibt also wirklich durchaus Verwendungsmöglichkeiten dafür. Die Ader ist ausgeschöpft, das sei ja auch immer beim Arzt, wenn er nichts rausbekommt. Naja gut, das sind in der Regel Venen, keine Adern. Es wäre ein bisschen blöd, wenn ich eine Ader zur Blutentnahme nehmen würde. Schön sauerstoffreich. Okay. Also, das haben wir. Oh. Oh. Ah, ja. Und noch ein Schlag. Das ist traurig, dass die fast so viel fast so schwer war wie so eine Ratte, ne? War da ein... Was dabei, was mehr? Nein, eine kalte Nacht immer noch. Okay. Oh. Ja, dich mehr doch auch. Und noch einen starken. Und jetzt schnell. Und die schnellen Hiebe. Und du mit deinem Bogen kannst nichts anrichten. Ah. So. Eisenharnisch, nett. Pfeile wären auch mal was. Das verlorene Brigant. Bücher. Bücher werde ich noch lesen hier. Das sind ja wahrscheinlich andere Bücher als im normalen Skyrim. da kommt die Lesestunde bestimmt dann noch. Ich kann nicht schlafen mit Pfeilen in der Nähe. Natürlich kann ich nicht schlafen mit Pfeilen in der Nähe. Warte mal. So, hier habe ich ein Eisenharnisch. Neue Stiefel. Was ist das? Der kleine Rucksack. Ach so. Ach, das sind nur Schilder, ne? Wo Plus steht, würde ich vermuten, ja. Okay, gut. Aber, ne, wir sind schon hier eisenharnisch. Es ist jetzt alles noch nichts Besonderes. Es sind halt alles Sachen, die rumliegen. Klar. Aber. So. Auf sie! Mit Gebrüll! Wo ist denn überhaupt? Ich sehe hier gar nichts. Aua! Da in der Ecke! Da ist er! Alter! So, das war's, du dreckiger Dieb. Eine verschlissene Rose, Lederhelm. Oh, leere Weinflaschen kann ich wahrscheinlich eher nicht gebrauchen. Hoia, wer bist du denn? Redrick Bodenschlag.
Klingt wie eine Versicherung, ne? Redrick, finde ich, irgendwie. Redrick, ihr Direktversicherer. Ja, der klingt für mich, finde ich, klingt wie eine Versicherung. Was? Redrix. Okay. Na, mit Höchst. Ich trage zu viel. Ja, das ist sehr klar. Was hat Gewicht und brauche ich nicht? Langbögen. So, Eisenstreitkolben auch. Jetzt mache ich das schon hier wie. In welchem Spiel mache ich das denn auch nochmal genau so auf die Art? In Fallout! Genau. In Fallout mache ich das auch so. Hier, den nimmt direkt 10. Da sortiert man halt immer nach Wert. Und dann guckt man, was man halt aussortieren kann in der Relation zu Gewicht. Hier zum Beispiel die ganze Kleidung. Die ist jeweils so 2 wert, hat im Gesamten dann aber so viel Gewicht, wie man sieht, ne? Und hier, das wäre schon sinnloser. 1 zu 25. Huch! Wieder die Fehlermeldung gedrückt. Ne? Hier, 1,5 zu 3. Kann ich auch direkt fallen lassen. Das ist dann. Das macht's dann nicht, ne? Wein, Wein. Oh, Pfeile. Das ist genau das, wie man quasi auch in Fallout 4 agiert. Scheiße. Ein Rucksack. Was haben wir denn da? Ein Eisenbarren? Tränke, Bücher. Das sind zum Beispiel die Sachen, die am meisten halt einen so untoppbaren Wert. Die musst du halt einfach nehmen. So, Wein. Das ist Ausdauerreck. Das brauche ich nicht. Endraeder Kustenbrot. Gibt's mit mal Fleisch. Cool. Und meine Gesundheit ist schon voll. Ja, das war ja super sinnlos. Dabei habe ich doch nichts. Da kann ich doch nichts verschwenden. Naja, es war ein guter Auftrag. Ich finde, wir haben... Da fällt mir ein, hat der bestimmt, oder? Hat der da eine bessere Sache oder so, ne? Verschlissene Währung. Guck mal, Eisenschuhe habe ich dabei. Aber eine Waffe nicht, ne? 13 ist immer noch top. Und das ist ein Zweihänder, es ist also schon... Mein Spezialgebiet, die Äxte sind mir einfach zu langsam. Halmer. Hämmer gehen noch so. Das ist, die haben eine tolle Damage-Type-Balance, aber. Zwei Namen, die perfekte. Boah, es ist laut. So, was haben wir hier? Das sind Angeln. Aha. Ach, der Wasserfall. Mensch, speichere mal lieber. Okay, es ist nichts passiert. Ich, never. Es gibt ja immer so Menschen, die sehen das so, und dann springen sie runter, ne? Da machen sie auch so, Geräusche. Ich würde nie einen Wasserfall runterspringen. Aber auch, ich würde auch nie Klippenspringen machen. Das ist ja auch sowas, was ganz viele Leute gerne machen. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn ich mich umbringen will, dann auf andere Art und Weise. Ah. 180, na das ist ja. Ich sitze vor sich dann eine schimmernde Mine oder ein Trollrudel gesichert. 200 Groschen. Das ist natürlich. Gibt es Neuigkeiten? Was?
seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann, oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Kann ich Sachen verkaufen? Dürfte ich eure Ware sehen? Das ist ja das Problem, dass ich hier immer nicht allen alles verkaufen kann, aber denen kann ich eine Menge verkaufen. Ich habe kurz überlegt, den Bogen nehme ich scheiße. Och, was ist das denn mit Framework? Weil ich kann das auch nicht einfach den Fehler, ne, wegmachen und dann... So. Edle Schuhe brauche ich. Ring des Lichtpaten brauche ich. Spitzfingertrank brauche ich nicht. Widerstehschockschaden, sowas nutze ich vielleicht. So, Magieschutz, Lebensregeneration, Gift des Leidens. Gifte sind vielleicht gut, aber dann nur Schadensgifte. Frostschutz, das brauche ich eher nicht. Teleportrolle nach Flussheim, das bleibe lasse ich mal lieber. Bücher, so Amethyst, Granatstein, armseliger Seelenstein, das behalte ich mal lieber. Bei den Büchern kann ich ja jetzt gucken, was habe ich noch nicht gelernt, ne? Lebens hat sie wohl schon. Hab ich wohl schon. So, das sind Zutaten. So, perfekt. Ja. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Was habt ihr anzubieten? Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Richtig. Eine Brezel von Ditch oder was? So ein Wein kann ich verkaufen. Und, ja, die Zutaten eigentlich hier nicht. Oh, das ist so viel. 16 kostet ein scheiß Brot? Na, das ist aber saftig, deftig. Äpfel. Guck mal, will ich 75 für. Aber krieg ich halt keinen Schaden, ne? Das mache ich nicht. Ich verkaufe mal auch die Ausdauer-Rack. Gut. Schreitet wohl und sichere Straße. Bevor ich hier weggehe, will ich vorher noch. Muss doch irgendwo ein Lagerfeuer sein oder ein Herd oder so. In der Wohnung von irgendjemandem vielleicht. Hier in einem Lilias Haus. Lilia hat das für mich irgendwie ein Charakter aus Mass Effect. Das ist natürlich ein Buch. Damit kann man ja schließlich zahlen. Das ist ja kein Problem. Nee. Aber könnte vielleicht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zeigt mir eure Ware. So, die kann, der kann ich doch Sachen verkaufen bestimmt, ne? Ja, spitze Stahlpfeil, das hat alles kein Gewicht, ist auch deswegen nicht schlimm. So, das ist doch schon perfekt. Da mache ich doch Geld mit. Ha, satt, satt. Dietrich, Eisenbarren, Eisenerz, Lederhaut, Lederstreifen, Schaufel, Wolfsfell.
Was? Nein, der Schmiede könnte ja. Junge, ich hasse das mit dieser Fehlermeldung. Mhm. Schmelzer, genau. Da könnte ich nämlich jetzt Barren herstellen. Ach so. Die sind wahrscheinlich auch deutlich mehr wert als, die Erze. Ja? Natürlich. Ja. Ja, guck mal. Runde verkaufe ich erstmal. Damit kann ich noch nichts anfangen. Mir fehlen noch die wertvollen Materialien. Ich habe immer noch keinen Ofen gefunden. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sowas muss es doch hier geben eigentlich. Hallo. Was ist Gerber? Ein Gerber muss doch einen Ofen haben. Oder ein Kochgerät. Was ist das denn? Kaufen die alle Essen vom Markt oder wie? Fertiges. Mensch. So, Krämerladen. Gehen wir in den Krämerladen. Es ist wahrscheinlich so einer, der verkauft alles, ne? Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? In der nächsten Folge kannst du mir behilflich sein, aber ich will erstmal einen Backofen finden oder irgendwie sowas in der Art. Ein Topf. Topf würde mir schon reichen. Sichere Truhe. Ach ja, da kann ich ja meine Bücher drin reinlegen. Das ist superes Deutsch. Das ist superes Deutsch gewesen, ja. Ja. Aha. So. Zutaten. Prinzipiell kann ich die eigentlich auch da alle reinlegen. So. Spart mir auch noch ein bisschen was, ne? Bim, bim, bim. Jahrestagebuch. Ja. Das ist der Tempel, das ist das falsche Haus. Das ist das Bürgermeisterhaus. Oder das ist das Haus des Majors. Um es korrekt zu sagen. So. Also wenn der keinen Topf hat, ne? Einen Ofen. Und er hat ja schon tolles. Ja, doch nicht. Ah, seid ihr immer noch hier? Ja, das ist natürlich jetzt schon scheiße. Da kannst du nichts machen, ne? Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.